Schaefflers Ziel ist es, die Stromgestehungskosten gemeinsam mit den Anlagenherstellern und Anlagenbetreibern zu senken. Grundlage für unsere neuen Entwicklungen ist unser Systemverständnis. Dieses nutzen wir bei der Entwicklung unserer mechanischen Komponenten, der mechatronischen Systeme bis hin zu den neuen digitalen Services. Als Beispiel für die mechanischen Komponenten haben wir hier unser druckwinkeloptimiertes Pendelrollenlager ausgestellt, das sich durch ein erhöhtes Lastaufnahmevermögen auszeichnet. Dieses kann genutzt werden, um Anlagen leistungsstärker zu machen, aber auch um die Zuverlässigkeit von Anlagen zu steigern. Ein wesentlicher Bestandteil all unserer Entwicklungen ist das Systemverständnis, das wir durch jahrelange Arbeit in diesem Feld erworben haben. Als Beispiel hierfür stellen wir ein Flanschlager aus, das wir mit allen Sensoren ausgerüstet haben, die wir benötigen, um nicht nur die Lebensdauer, sondern auch die Gebrauchsdauer und damit die Beanspruchung des Lagers erfassen zu können. Diese Daten verwenden wir zum einen, um unsere Kunden zu unterstützen, die Betriebsführung der Anlage zu optimieren. Zum anderen verwenden wir sie aber auch, um unsere Produkte stetig zu verbessern. Die Wind Energy 2018, ein Treffpunkt für alle wesentlichen Anlagenbauer, Zulieferer, Service Provider. Wind für Schaeffler, für die Industrie ist ein sehr bedeutender Sektor und auch für Schaeffler in Summe, weil wir natürlich großen Wert auf die Energiekette legen. Der Trend zur Elektromobilität fordert erneuerbare Energien und bei erneuerbaren Energien sind wir im Windbereich einer der starken Player. Die Aussagen, die wir von unseren Kunden bekommen, zeigen auf, dass wir ein sehr solides, robustes Geschäft vor uns haben. Sie zeigen aber auch auf, dass der Druck auf der Kostenseite kontinuierlich zunimmt. Das liegt daran, dass die Levelized Cost of Energy einfach ein kritischer Erfolgsfaktor ist. Das heißt, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir einerseits die Komponenten inklusive des Engineerings lokalisieren. Das liegt voll im Trend dessen, was wir machen. Andererseits unser Systemverständnis weiter ausbauen, um die Komponente im System bestmöglich zu verstehen und damit auch ein Partner zu sein für günstige Systemleistungen. Und drittens natürlich auf der Seite Levelized Cost of Energy mithelfen. Das heißt, über intelligente Komponenten, über Service Solutions helfen, den Service zuverlässig, kostengünstig und damit im Sinne unserer Kunden positiv für die Levelized Cost of Energy aufzustellen. Von daher ein insgesamt sehr positives Feedback an uns, sehr guter Ausblick für die Windindustrie in Summe und damit fühlen wir uns bestärkt in der Ausrichtung, die wir im Windgeschäft auf dieser Messe auch gezeigt haben.